begrüßen Sie jetzt, meine Damen und Herren, die Newcomer-Gruppe, die sich den schönen Namen ausgedacht hat, sich so zu nennen. Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Gute Unterhaltung. Mir ist langweilig. Er sucht dir eine Beschäftigung. Sag mal, wie hieß nochmal die Hitlerjugend von den Kommunisten? Die was? Die Hitlerjugend von den Kommunisten. Ja, habe ich schon verstanden. Wie hießen die nochmal? Das kannst du auch so nicht sagen. Warum denn nicht? Das gibt doch gar nicht. So Widerspruch in sich. Die Jugendorganisation in der DDR, oder was? Habe ich doch gesagt. FDJ. Nee, das war irgendwas Längeres. Freie Deutsche Jugend. Ja. Nein, Mann, die heißen so wie dieser Russe, weißt du? Von dem im Osten noch die ganzen Statuen rumstehen. Lenin? Oder? Nee. Stalin? Nee, der hat einen Vollbart. Marx? Ja, Marx. Ja, Marx war doch kein Russe. Ja, aber er hat einen Vollbart. Ja, und wie hieß jetzt die Kindergruppe von Marx? Frag ich dich. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Marx Brothers vielleicht. Möglich? Nee, ist nicht möglich. Ja, aber du hast es doch vorgeschlagen. Ja, das war Ironie. Etwas, wovon die Kommunisten viel verstehen. Ich glaube, der hieß irgendwas mit T. Mit T? Ja. Zoran Fatayan. Kannten Sie den persönlich, oder? Aber ich glaube, der hieß wie irgendwas beim Touren. Der hieß wie was, aha. Ja, oder irgendeine Figur hier beim Eiskunstlauf. Rittberger. Ach. Doppelter Rittberger. Hieß Mann, oder nein, oder eine Figur hier beim Weitsprung. Was gibt's da für Figuren? Ja, frage ich dich. Da gibt's keine Figuren. Ja, wie heißt denn das hier in den Bergen mit den Schanzen? Skispringen. Ja, Skispringen. Ja, und was gibt's da für Figuren? Da gibt's, wenn die so landen, wenn die so in die Knie gehen. Telemark. Ja, Telemark. Ja. Hätte ich mal gleich. Haben Sie gefragt. Zeit oder so? Wollen Sie einen Besen gewinnen? Ich glaube, beim Zuschauerpreis hätten Sie Chancen. Ich glaube, der hieß Telemark. Telemark? Ja. Weil ja. Die das nach einem Kommunisten benannt haben. Ja, wieso? Passt doch in die Knie gehen. Liebe Freunde des Skisports, in Gedenken daran, wie sich die Kommunisten damals so schön weggeduckt haben, weil sie alle nicht auf den Ernst Thälmann hören wollten, dass der Hitler einfach über sie hinweg an die Macht springen konnte, da benennen wir heute das in die Knie gehen, beim Landen, beim Weitsprung, mit den Schanzen in den Bergen. Wie mir sagen, feierlich nach dem berühmten, allseits bekannten Kommunisten Karl-Heinz Telemark. Habe ich mal bei History gesehen. Auf wen haben die nicht gehört? Den Thälmann meinst du? Ja, den Thälmann. Die Thälmann-Pioniere. Boah, das hat jetzt aber gedauert, ne? Hauptsache, Sie haben hier Ihren Spaß, ne? Aber Sie gehen gleich wieder nach Hause, also ist das für Sie vorbei. Aber ich dachte immer, der Thälmann wäre Komponist gewesen. Ja, Kommunist, Komponist, da kann man nochmal durcheinander kommen. Gibt aber einen Komponisten, der so heißt. Telemann. Ja, Telemann. War der eigentlich Kommunist oder Nazi? Und der war da längst tot. Der musste sich gar nicht mehr entscheiden. Gab doch aber einen Komponisten, der mit Hitler zusammengearbeitet hat. Ja. Ja, dieser Berühmte. Ach, der Berühmte? Ja, der so heißt wie die Tiefkühlpizza. Alberto. Ach. Dr. Edgar. Ja, genau. Bio-Bio-Spinat. Mann, nein, das ist der mit dem Berg, weißt du? Alban-Berg. Na? Da, wo der Parsival den Schlingensief inszeniert hat. Wagner. Wagner, ja. Mit dem Hügel in Bayreuth. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, und der Wagner hat auch nicht mit den Nazis zusammengearbeitet, weil der da auch längst tot war. War hier seine Familie. Ja, wie seine Familie? Ja, seine Nachgeburt.
Nachfahren. Die haben dann mit dem Onkel Adolf Hopper Breiter gespielt. Hier der Wolfgang, der jetzt tot ist. Ach, und jetzt ist doch die Tochter von dem, ne? Die ist doch jetzt beim Tatort. Fridolin, schlaf mal nicht ein hier. Die Tochter von dem Wagner, das ist die eine Tante vom Tatort. Die Tante vom Tatort, was ist das jetzt? Die Frau vom Onkel vom Derrick. Die Cousine von Polizeiruf 110. Nein, das ist die eine, die da wo beim Tatort mitspielt. Ja, da gibt es keine Wagner. Die heißt aber wie ein Komponist. Furtwängler meinst du? Ja, die Maria Furtwängler. Ja, die Furtwängler. Das ist nämlich die Tochter von dem Komponisten Furtwängler. Seht da, ich weiß auch mal was. Dirigent, und das ist nicht die Tochter, das ist die Stiefenkelin und Großnichte. Beides, oder was? Ja. Inzest, oder was? Das geht doch. Stiefenkelin, Großnichte. Boah, du löst echt so viele Kreuzworträtsel. Ja, du profitierst ja davon. Das hat der Karriere von der Furtwängler aber bestimmt auch nicht geschadet, oder? Dass sie mit ihrem Stief-Opa mal Hopper-Hopper-Reiter gespielt hat? Ich glaube, es ist eher anscheinend, dass sie mit ihrem Mann Hopper-Hopper-Reiter gespielt hat. Ach, der hat doch mal einen Bambi bekommen, ne? Verliehen. Wie verliehen? Der verleiht die. Was heißt verleihen? Das ist doch kein Wanderpokal. Der vergibt die Mensch, der Bo da. Mit der Klatschpresse. Ach hier, Gala und Bunte und so Mumpitz, ne? Haben die eigentlich Kinder? Ja. Boah, stell mal vor, beide Eltern von dir sind so Klatschpressen. Fressen? Da wirst du als Kind doch direkt jeden Tag auf dem Schulhof erstmal verprügelt, oder nicht? Da haben wir mal gefragt, wie das bei den Clintons zu Hause abläuft. Ne? Hier Vater erst jahrelang Präsident von der USA, dann die Mutter, zack, Außenministerin vom selben Verein. Die Tochter von denen, die kann doch direkt zum Psychiater, oder nicht? Die arme kleine Arsenal. Wer? Man hier die Tottenham. Wen meinst du denn? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich versuche es. Die Tochter von den Clintons. Ja, die heißt doch nicht Tottenham. Sondern? Chelsea. Ja, Entschuldigung. Ich meine, was müssen ihr Kinder noch im Fußballverein benennen? Ja. Ja? Nur weil du dir das nicht wieder nicht merken kannst. Ich kann mir das will ich mir gar nicht merken. Ach, du willst? Nee, mein Kopf ist ja keine Sondermülldeponie für Informationsschrott. Ich bin ja nicht die web.de-Startseite. Ich glaube ja eh, dass dieses ganze unnütze Wissen dazu dargedacht ist, den Kopf einen so zuzumüllen, dass man sich die wirklich wichtigen Dinge im Leben gar nicht mehr merken kann. Aha. Und die wären? Weißt du, was bei Hapag-Lloyd auf den Kotztüten steht? Hapag-Lloyd. Vielen Dank für Ihre Kritik. Euer Applaus. Ich muss es klären, nachdem wir schon herausgefunden haben, dass der vorherige Auftretende in Wahrheit doch Finanzbeamter ist und sich nur als Kabarettist tarnt, möchte ich jetzt einfach ein für alle Mal für die Zukunft klären, seid ihr ein Paar, auch privat? Also wir sind privat auch ein Paar, aber guck die Körpersprache. Ich wäre auch durchaus noch zu haben. Okay. Dann... Haben wir das geklärt? Haben wir das? Ja, klar. Warum auch nicht? Ich kann mir vorstellen, wenn man privat ein Paar wäre und man wäre auch auf der Bühne ein Paar, dann könnte das zu Schwierigkeiten führen. Also wenn Sie zum Beispiel schon wieder nicht das Frühstücksgeschehen, den Geschirrspüler, dann ist Schaffenskrise auf der Bühne nachher, ne? Nein, gar nicht. Nee, es ist eher, dass dann die Krise von der Bühne vielleicht auf den Kühlschrank überschlägt. Also wenn Sie einen Hänger hatten oder... Du bist nicht lustig, nein, du bist nicht lustig, ja, nein, du bist nicht lustig, okay. Du musst heute abwaschen. Und dann abends kein Kuscheln. Aber die meisten Kabarettisten werden ja Alkoholiker, die ja immer alleine unterwegs sind und wir haben es immer schön. Das ist, finde ich, auch toll. Also, wir haben als Alkoholiker angefangen. Wir haben immerhin heraus... Wir waren gestern oben im Teehaus, noch einen Kaffee trinken, oben auf der Höhe und haben über die Stadt geguckt. Das schön gesund. Also. Das Geld liegt auf der Fensterbank. Marie, herzlichen Dank fürs Hiersein. Danke für eure tolle Performance.